Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Ich habe mir eine kleine Elektronik-Load, eine elektronische Last zugelegt. Und zwar für 16 Dollar. Man muss natürlich sehen, dass diese elektronische Last ganz begrenzte Möglichkeiten hat. Aber um ein Netzgerät zu testen oder auch die Kapazität einer Batterie zu testen, ist es allemal genügend. Und im Vergleich zu sehr teuren Geräten, die sehr viele Features haben, natürlich ein Schnäppchen. Und die Bezugsquelle für dieses 16-Dollar-Gerät habe ich unten am Video eingeblendet. Ist von USA geliefert worden, relativ schnell. Man kann eine Expresslieferung auch anfordern, dann hat man das Gerät innerhalb von einigen Tagen. Also eine ganz gute Geschichte und ich überprüfe mal, ob diese Amperes da auch richtig angezeigt werden. Ich habe mal mein Agilent hier eingestellt und starte mal mit einem Ampere. Schalte das Gerät ein. Genau. Und jetzt sieht man, dass man auf der elektronischen Last ein Ampere eingestellt hat und man kann tatsächlich 1,00 irgendwas ablesen, also die Ampere sind sehr, sehr genau. Es gibt zwar einen kleinen Abfall in der Spannungsanzeige, die hat 4,92 Volt anstelle von 5 Volt, die ich eingestellt habe. Das ist nicht ganz korrekt, aber durchaus noch akzeptabel. Wichtig sind ja die Ampere und nicht die Spannung in diesem Zusammenhang, wenn ich da mein Power Supply, also mein Netzgerät prüfen will. Ich ändere nun auf zum Beispiel 2 Ampere. Da gibt es ein bisschen ein Problem. Die Einstellung ist zwar sehr präzise, aber auch sehr langsam, weil es gibt keine Hochgeschwindigkeitseinstellung. Man muss da durchtackeln. Schön 0,1 Ampere weise und das geht dann natürlich eine bestimmte Zeit. Ich habe jetzt 2 Ampere eingestellt und man sieht, also die Ampere sind absolut korrekt. Also wir haben da überhaupt kein Problem. Wiederum einen kleinen Unterschied in der Spannungsanzeige. Also der Eingang ist ein bisschen tiefer, als er eigentlich sein soll. Ich ändere mal mein Teil auf anstelle von 5 Volt, zum Beispiel, ich nehme mal 3 Volt zum Beispiel, oder 2 Volt. Ich habe jetzt mal 3 Volt eingestellt. Okay, nochmal, habe ich da was falsch gemacht? Jetzt habe ich 3 Volt genau eingestellt. Die 3 Volt, 2 Ampere, also 2,00, also das ist immer noch hervorragend. Wiederum ein bisschen die Anzeige der Spannungsanzeige. Aber das geht ausgezeichnet. Das Gerät hat eine Leistung von 35 Watt maximal. Also wenn ich jetzt hier auf 15 Volt gehe zum Beispiel, sollte das immer noch möglich sein. Ich habe mal 15 Volt eingestellt. Also hier 14,91 wird angezeigt. Das ist überhaupt kein Problem. 2 Ampere, das sind noch so die 30 Watt, das geht auch ausgezeichnet und was wiederum überzeugend ist, sind die 2 Ampere, die wirklich geleistet werden. Also die Ampere-Anzeige und die Leistung, die stimmt hervorragend. Also man kann ganz gut ein Netzteil prüfen, ob die Leistung wirklich geliefert wird und das ist eine sehr, sehr genaue Variable. Elektronische Laut. Ich werde mal nur zum Beispiel ein einziges 0,1 Ampere hochschrauben und tatsächlich, also auch das funktioniert, 202, ja, ist einigermaßen akzeptabel, 201 eingestellt, 202, ich werde mal 210 einstellen, jawohl, 2,10, auch das ist in einem durchaus akzeptablen Rahmen, bitte bedenken, dass das Ding 16 Dollar kostet. Schönen Dank für diesen kurzen Test und diesen Blick ins Labor.